Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Let's Play meinerseits. Heute zocken wir AEGSM mit wieder meinem guten Freund Stefan, der wieder dabei ist. Hallo Stefan. Hallo. Und zwar haben wir AEGSM das erste Mal auf der Gamescom letztes Jahr gespielt. Da konnte man das am Corsair-Stand spielen. Das war echt eine echt coole Sache. Hat zwar überhaupt nichts mit Corsair zu tun, aber konnte man so ein bisschen die Hardware von Corsair testen. Und wir machen jetzt einfach mal einen Server auf und erstellen. Genau, dann könnt ihr euch hier Level raussuchen. Nehmen wir einfach mal das voreingestellte Level. Und da ist Stefan auch schon und wir können auch direkt anfangen. Wie ihr seht, haben wir ein kleines Häuschen. Das ist unsere Base, die müssen wir beschützen. Hier können wir auch Upgrades kaufen für das Häuschen. Und hier bei dem netten Herrn können wir Munition kaufen. Das heißt, haben wir 10 Coins. Ja, sparen wir das mal noch auf. Hier an der Seite habt ihr Spend Skill Points. Könnt ihr euren Skill festlegen. Ich gehe jetzt mal auf Reload Speed. Das ist ja schon relativ wichtig. Dann seht ihr, nachdem ihr das ausgewählt habt, können wir unten die ganzen Türme, die ihr bauen könnt. Ah, darauf kommen wir später nochmal. So, jetzt gehen wir mal vorne gucken, wo schon die ersten Monster kommen. Ich versuche den linken Part zu decken. Na, ich guck mal hier rechts rein. Genau. Für jedes Monster gibt es einen Coin. Und für die Coins könnt ihr Türme bauen. Am besten so viel Munition wie möglich sparen, lass mal einen Turm bauen. Ich habe was nur einen Armbrustturm gebaut. Jo, ich auch. Was will das da? Bin auch auf dem Weg. Was Munition sollen? Ja. Vielleicht können wir mit dem Heal-Turm aber unsere Basis heilen. Ist das schon mal überlegt? Das war eine Idee. Boah. Das ist schon mal so geklappt. Thank you.
So, meine lieben Freunde, das war mal eine Runde AEGSM. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mal in die Kommentare, dann machen wir noch eine Folge. Und tschüss! Ciao!